Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen ein bisschen an der Katze weiter beim Rundstickbild. Ich muss mal gerade gucken, ob ihr auch was sehen könnt. Da habe ich ja ganz lange nicht dran gestickt. Weil ich ja wirklich nur noch an Drago gestickt habe. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ich muss immer zwischendurch mal gucken. Ich glaube aber ja. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe die Farben vergessen. Ich muss die Farben nachgucken. Und es ist ganz komisch, mit einer spitzen Nadel zu sticken für mich. Und auch der Stoff, der ist halt sehr, sehr dünn. Ist halt etwas seltsam gerade. Aber naja, ich habe mir gedacht, wir sticken einfach mal an der Katze weiter. Ich habe nämlich heute schon an Drago gestickt. Ich habe schon einen Livestream gehabt vorhin. Sonntags bin ich ja des Öfteren mal live, so ab 12 Uhr für eine Stunde. Und dann sticken oder painten wir zusammen. Und heute haben wir halt an Drago gestickt. Ich speichere auch die Streams, also wer Lust und Laune hat, kann sich die nachträglich anschauen. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Drago müsste zwar weiter gestickt werden, weil ich jetzt glaube ich noch 8 Reihen habe bis zum Finish, also bis zum Seitenfinish, dann habe ich noch 2 Seiten vor mir. Aber ich habe mir gedacht, nee, komm, stickst du heute an der Katze. Wenn ich das Finish heute nicht erreiche, dann erreiche ich es halt heute nicht. Ist kein Weltuntergang. Weiß auch nicht genau, ob ich das heute noch schaffe. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt kurz nach 4. Ich habe leider heute sehr, sehr stark mit Allergien zu kämpfen. Also sobald ich quasi hier in diesem Raum bin, im Wohnzimmer, wo ich nicht mein Luftreiniger ab und zu laufen lassen, merke ich das sofort. Wäre ja schon fast noch ein Grund, einen zweiten zu kaufen, aber die sind sehr, sehr teuer. Ja, mal gucken, also, weil wir essen nachher auch noch. Haushalt ist alles erledigt, ich muss nur die Wäsche nochmal raufholen, die ist noch unten. Und entweder mache ich gleich weiter Perlen. Oder ich gehe zum Kreuzsticken. Da arbeite ich auf einem Vordruck von VIP Cross Stitch. Das Video habe ich euch auf meinem Zweitkanal Rina Jacksons Welt hochgeladen. Das Unboxing, das kam am Sonntag online. Ich will mal gerade gucken, das ist die 8. Ja, da habe ich mit angefangen, ein bisschen ganz entspannt einfach sticken. Kreuzsticken, ohne irgendwas zu denken. Das ist auch alles gerade eine Farbe, was ich da mache. Also ganz entspannt. Ich muss gerade was gucken. Achso, ja, ich habe hier scheinbar einige Fäden gar nicht vernäht. Ich weiß nicht, habe ich da gesagt, dass ich das zum Schluss mache? Scheinbar, aber ich habe hier auch mal teilweise vernäht. Okay. Wie gesagt, ich habe ewig nicht an dem Bild gestickt. Das sollte eigentlich vor, nicht letztes Weihnachten, sondern davor, wollte ich das ja eigentlich schon fertig haben und verschenken. Also da bin ich schon ewig dran. Das ist mein zweites Rundstück, was ich angefangen habe. Aber ich muss sagen, ich mache sehr, sehr gerne Rundstück. Also so ein bisschen merke ich jetzt gerade, wie mir das gefehlt hat. Und wenn ich Drago fertig habe und ich mal Lust auf Perlenstöcken habe, dann werde ich, glaube ich, hier mal dran arbeiten. Ich habe ja drüben noch die Wölfe von Olga, Mama Wolf und Bibi Wolf. Ich habe ja noch mehr solcher Bilder, aber das habe ich angefangen, da bin ich auf Seite 4 mittlerweile.
Aber ich glaube, dann werde ich mal an dem Rundstück hier arbeiten, dass es dann mal ein bisschen vorankommt. Ja, das hat nicht viele Farben, es hat nur 17 Farben, deswegen ist es hier eigentlich ganz gut. Da muss man nicht so viel bei denken. Da kann man relativ schnell sich merken, welche Farbe was ist. Ja, ich merke momentan extremst, dass wenig Leute noch streamen. Das wird ja leider immer weniger. Und auch das Perlensticken macht ja so gut wie niemand mehr. Deswegen, ja, bin ich ein bisschen traurig, dass das so wenig Leute nur noch zeigen, weil ich schaue da so gerne zu. Ich selbst zeige es ja auch nur auf Twitch. Auch hier auf YouTube ist es tatsächlich so, dass zwar die Leute ab und zu, ja, uns quasi beim Sticken mitnehmen, aber ja, auch nicht mehr so. Also viele Leute, die jetzt Kreuzsticken zeigen, also ich meine, Kreuzsticken, ja, mache ich auch, macht mir auch Spaß. Ich kann gerade gucken, das ist die 8. Aber so richtig momentan geht der Trend weg vom Diamond Painting und vom Perlensticken und total Richtung Kreuzsticken. Also ich glaube, momentan ist das so eine Phase, die einige haben. Wie gesagt, ich mache auch Kreuzsticken, aber bei mir gibt es keine Videos darüber außer Unboxings. So, jetzt machen wir die 8. Ja, und hier an der Katze habe ich euch ja wirklich ewig nicht mitgenommen. Und da habe ich gedacht, machst du das, ne? Und ich merke auch gerade richtig, wie es mir Spaß macht. Das war eine schöne Abwechslung zu Drago. Momentan bin ich da ganz viel am Hintergrund am Sticken. Ich glaube, jetzt kommt da so ein kleiner Berg noch, den ich sticken kann. Ah, das ist die falsche Farbe, fällt mir gerade auf. Die 7. Ja, und das ist hier gerade meine richtige Abwechslung. Also zwischendurch habe ich immer mal halt auch so Painted mit Mies gedreht. Oder halt Kreuzsticken gemacht. Aber wenn man natürlich so viel Drago stickt, das ist die Nummer 8. Das hat immer eine nette Abwechslung. Ja, und da es heute so aussieht, als würde ich das Finish wahrscheinlich nicht schaffen, habe ich mir gedacht, komm, kannst du ja auch einen Stick mit mir, mit der Katze hier machen. Dann seht ihr die auch mal. Wir sind nämlich jetzt hier, könnt ihr das sehen? Nur noch eine Reihe entfernt vom Auge. Also das sieht gut aus. Ich muss immer schauen, dass ihr was seht, weil ihr steht links vom Bild und oberhalb sind die Perlen und rechts kommen dann jetzt noch, kommt noch die Sonne rein. Heute war richtig schönes Wetter, aber sehr windig. Sodass ich unfassbar Probleme heute habe mit Allergie. Nicht so dieses Jucken oder so. Momentan geht das alles bei mir auf, ja, aussprechen auf den Hals. Ich habe heute auch Tag des Knotens. Also heute ist das ganz extrem bei mir. Ich hatte das schon im Stream. Die ganze Zeit Knoten. Vorhin hatte ich dann die ganze Zeit Knoten. Da war das so schlimm, dass ich schon fast das Bild weglegen wollte, weil ich so viele Knoten hatte.
Ich hatte einen so schlimm dran, dass ich den Faden wirklich abschneiden musste, weil ich ihn einfach nicht entknotet bekommen habe. Manchmal ist das so. Ja, dann habe ich ihn halt abgeschnitten, habe das Stück weiter benutzt, was noch da war, und dann in neu hineingesetzt. So, die Nummer 5. Also ich habe wirklich, also ich habe die Katze bestimmt, habe ich die dieses Jahr überhaupt schon mal gestickt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn, habe ich die zuletzt letztes Jahr mal mit euch gestickt oder überhaupt mal gestickt. Ich glaube dieses Jahr noch nicht. Also dieses Jahr habe ich wirklich intensivst an Draro gearbeitet seit Januar. Und ich habe die Katze zwar immer da liegen und habe mir immer gedacht, oh ja, aber es ist so, wenn man dieses Ziel hat, etwas fertig zu bekommen, und das habe ich ja noch mal bei Drago, weil ich den gerne im Mai fertigstellen möchte. Also es sieht auch alles gut aus, ob ich jetzt heute das finde, schaffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht dramatisch. Und dann habe ich die halt immer da liegen gesehen und habe mir gedacht, ja, könntest ja eigentlich auch mal sticken, ne? Aber wenn du die natürlich jetzt wieder stickst, dann kommst du nicht so schnell mit Drago voran. Entschuldigt. Und du möchtest aber mit Drago vorankommen. Ich setze mir halt ungern solche Ziele oder solche Jahresprojekte, wo ich dann sage, ja, das musst du dann und dann fertig bekommen. Ich mache das eigentlich nicht so gerne, weil ich halt dann quasi auch nichts anderes ja machen kann, weil ich habe jetzt dieses Ziel, dass Drago im Mai fertig wird. Das wird auch vor meinem Geburtstag nichts mehr werden. Das werde ich nicht schaffen, das weiß ich. Aber ja, man möchte dann möglichst weit und möglichst viel immer an einem Tag schaffen. Und ja, ist dann halt immer ein bisschen blöd, wenn man dann halt immer was anderes macht. Oder ja, man dann hinterher quasi das so ein bisschen bereut und dann weiß, hättest du das aber jetzt gemacht, dann hättest du schon weiter sein können. Und ich glaube, ich hatte nämlich Anfang des Jahres war das. Da habe ich Drago angefangen zu sticken. Erst hatte ich überlegt, so abwechselnd eine Seite Drago, eine Seite die beiden Wölfe. Und ich habe dann auch, glaube ich, angefangen, Drago zu sticken, habe dann auch mit den Wölfen noch mal ein bisschen weitergemacht. Und hinterher habe ich mir gedacht, pff, nee, du willst Drago unbedingt jetzt fertig haben. Jetzt bleibst du da auch dran und legst die Wölfe wieder weg. Also habe ich dann wieder weggelegt. Und da sieht man auch nicht viel. Das ist ja alles so ganz viel Hintergrund dort. Da habe ich zwar, sieht man schon vom Wolfskopf halt quasi so den Hinterkopf, aber ja, so richtig viel sieht man da ja noch nicht, ne? Also so weit bin ich ja noch gar nicht. Hat, glaube ich, auch um die 20 Seiten, meine ich, oder so. Und ich bin ja gerade mal auf Seite 4. So, ich merke jetzt schon, dass der Faden recht kurz wird, dass ich nicht mehr so an meine Perlen komme. Mal gucken. Das ist die 4. Das Bild immer ein bisschen mitnehmen. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht. Ich hole mir das mal ein bisschen näher mit dem Faden rausrutsche. Ich habe ja übrigens diesen super süßen Needleminder, den habe ich mal bei der Heidi gekauft. Den habe ich hier mal an dem Katzenbild dran. So, dann die 1. Also im Normalfall sticke ich schon. Hier habe ich einen Fehler. Nee, doch nicht. Sticke ich schon aus dem Perlenbuch. Ich weiß, in Videos mache ich das ganz, ganz oft nicht und auch in Streams nicht. Aber im Normalfall, wenn der Faden lang genug ist, mache ich das. Und es geht auch einfach am schnellsten. Man geht einfach in die Farbe rein, holt sich das und fertig. Wobei es bei Drago hier natürlich, bei Drago, bei der Katze hier natürlich extrem praktisch ist. Ich habe ja gar nicht viele Farben.
und habe daher die Perlen alle nur auf einer Seite. Das ist ganz praktisch. So, und das ist die 7. Ich merke jetzt auch schon beim Sticken, dass ich mir jetzt langsam schon die Farben ganz gut merken kann, sodass ich gar nicht mehr auf die Legende schauen muss. Das kommt von ganz alleine, wenn man eine Zeit lang ein Bild macht, dann ja, kennt man die Farben auswendig. Bei Drago habe ich halt auch super oft am Anfang nachgeguckt, welche Farbe ist das, welches Symbol ist das. Mittlerweile habe ich, würde ich sagen, alle Farben schon benutzt. Ja, habe ich alle Farben benutzt, ich kenne die alle auswendig. Ich weiß dann ganz genau, in welches Kästchen ich greifen muss, um die gewünschte Farbe zu bekommen. Muss halt nur gucken. Ich glaube, da ist gerade eine Perle runtergefallen. Sehe ich aber nichts. Es hat nicht klack, klack, klack gemacht. Also entweder ist sie jetzt auf den Teppich gefallen. Aber da sehe ich es auch nicht. Das heißt aber nichts. Ja. Also man kennt die Farben dann auswendig. Man weiß dann genau, wo man hingreifen muss. Man muss halt nur darauf achten, dass die nicht versehentlich ins falsche Fach rutschen. Das habe ich jetzt leider auch gehabt. Die ist in ein falsches Fach gerutscht. Und also da ist eine Perle ins falsche Fach gerutscht. Und ich habe die verstickt. Und normalerweise fällt mir das beim Sticken auch immer auf. Diesmal ist es mir aber leider nicht aufgefallen. Und jetzt habe ich da eine falsche Perle. Jetzt habe ich da so einen Grauton in dem braunen Fels. Aber ja, wenn mich das zu sehr stört, habe ich schon gesagt, werde ich die Perle versuchen nach hinten zu drücken, dann werde ich die mit einer Zange kaputt machen und dann würde ich eine neue Perle einsetzen. Aber mal gucken. Also ich denke mal, hinter einer Wand wird das keinem auffallen. Dann muss ich ja mal schauen. So, eine Perle machen wir noch, dann ist der Faden zu kurz. Ich lege schon mal das Perlenbrett weg. Nehme meinen Needlminder wieder raus. Damit ich hier nicht alles durcheinander schmeiße. Vorne dann trotzdem kontrollieren. Ich zeige euch das Bild auch gleich nochmal. Und dann knoten den ganzen Spaß hier. Früher habe ich immer 3 Knoten gemacht, mittlerweile mache ich immer noch 2. Und wir vernähen den Faden noch einfach nach hinten direkt weg. Dann kann nichts schief gehen. So, fertig. Ja, so sieht die aktuell aus. Drehe ich mal ein bisschen. So. Also es ist noch ein gutes Stück zu sticken. Es wird ja dann so sein, dass wenn wir die Runde jetzt gemacht haben und wir einmal rum sind, beim nächsten Mal müssen wir halt die Augen immer aussparen. Das heißt, man stickt dann nur noch dieses Stück hier die ganze Zeit, ja, bis es nicht mehr geht und dann halt hier hin und her. Und ich finde, das sieht so, so schön aus. Kommt mal wieder natürlich in der Kamera nur so rüber. Die Farben sind ganz, ganz toll. Und das lässt sich auch ganz toll anfassen. Also Rundstücken mache ich sehr, sehr gerne. Ein Bild habe ich ja schon komplett schon fertig. Und das ist jetzt das zweite. Also das werdet ihr auf jeden Fall danach, glaube ich, sehen, wenn wir Drago fertig haben. Ich glaube, das ist so das, was ich mal danach ein bisschen sticken werde, damit das auch endlich mal vorankommt und endlich mal fertig wird. Ja, mega. Freue ich mich. Freue ich mich wirklich sehr. So, wir machen den Needleminder hier wieder dran. Machen auch die Nadel mal hier dran. Und dann werde ich jetzt das erstmal zur Seite legen. Und dann werde ich mal schauen, bisschen noch an Drago stecken, vielleicht noch ein bisschen Kreuz stecken. Abendessen darf nicht fehlen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.